So, hallo ihr Lieben, ich mache mal ein kleines Video zum Thema vegan. Was bedeutet vegan für mich? Einfach aus dem Grund, weil vegan ist ja ein relativ dehnbarer Begriff und mich fragen halt auch immer viele Leute, wie weit ich da gehe, wie weit ich vegan lebe. Also ich muss das jetzt mal kurz erklären. Vegan bedeutet ja eigentlich, also die Basis des veganen Lebensstils ist ja, keine tierischen Produkte zu konsumieren. So, jetzt kann man natürlich noch viel weiter gehen. Wie jetzt zum Beispiel ein Fruchtsaft. Ein Fruchtsaft ist ja an sich, da ist ja kein Fleisch drin, da sind keine tierischen Produkte drin. Es gibt aber Fruchtsäfte, die mit Gelatine geklärt werden. Obwohl die Gelatine halt wieder rauskommt, gibt es halt Veganer, die dann halt sagen, nein, ich trinke das nicht, weil dafür halt Gelatine verwendet wurde. Oder auch Wein. Oder es gibt auch Veganer, die sagen, jetzt zum Beispiel Pringles. Es gibt eine Sorte von Pringles, die ist theoretisch vegan, aber Pringles gehört zu Procter & Gamble und den Konzern möchten wir absolut nicht unterstützen, deswegen kaufen wir keine Pringles. Und ja, sowas gibt es halt haufenweise und vegan ist halt ein dehnbarer Begriff. Genauso ist es für viele Veganer selbstverständlich, auf Fairtrade zu achten, obwohl das ja eigentlich mit vegan an sich nichts zu tun hat, weil da geht es ja eigentlich nur darum, keine tierischen Produkte zu konsumieren. Aber irgendwie ist es für die meisten Veganer doch selbstverständlich, dass es dazu gehört. Oder dass man halt darauf achtet, Bio zu holen oder auf Chemie zu verzichten, so gut es geht. Und das ist halt, wie ihr seht, ein sehr dehnbarer Begriff. Und deswegen fragen mich halt alle möglichen Leute, inwieweit ich vegan lebe, inwieweit ich das verfolge und wie ich das so sehe und so weiter. Ja, es ist relativ einfach. Also ich esse definitiv kein Fleisch, ich trinke keine tierische Milch oder irgendwie sowas. Mit der Ernährung habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme. Also da ist eigentlich so ziemlich alles, was ich esse, vegan. Und auch jetzt, wie zum Beispiel dieses Fruchtsaft-Thema, ich achte, wenn ich jetzt Fruchtsäfte kaufe, Alkohol trinke ich ja nicht, also Wein fällt jetzt weg. Aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel Fruchtsäfte kaufe, dann gucke ich halt, dass ich Marken benutze, kaufe, die halt nicht mit Gelatine geklärt worden sind. Zum Beispiel von Amecke gibt es da ganz viele Sorten. Und ja, das ist für mich auch schon wichtig, dass ich halt auch sowas, dass ich auch auf sowas achte. Natürlich sowieso generell nichts benutze, wo Gelatine drin ist, also jetzt auch bei Süßigkeiten oder so. Ja, was noch? Das jetzt mit diesem, wie jetzt zum Beispiel dieses Pringles-Beispiel, dass das halt vegan ist, aber zum Konzern XY gehört und so weiter, da gucke ich halt schon, dass ich darauf achte. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil ich lebe jetzt seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren mittlerweile, ich habe keine Ahnung, vegan. Und man wird halt immer noch überrascht, also man erfährt halt immer noch, dass man das, was man jahrelang gegessen hat, was eigentlich vegan ist, zum Konzern sowieso gehört und die halt Tierversuche durchführen oder halt einfach aufgrund dessen, wie sie sich verhalten, nicht unterstützt werden wollen. Zum Beispiel jetzt so ein Konzern wie Coca-Cola oder Nestle oder so, die sich einfach total arschig verhalten und rücksichtslos und andere Menschen in der dritten Welt zum Beispiel total ausbeuten, dass man halt deren Produkte nicht kauft, obwohl sie halt vegan sind, aber halt einfach, weil sie so arschig sind, die nicht unterstützt. Also das versuche ich halt schon auch. Also ich kaufe zum Beispiel auch gar nichts von Cola oder so, Coca-Cola. Ich trinke halt generell sowieso einfach nur Wasser, von daher habe ich es ziemlich einfach. Oder mal Tee oder so. Oder halt ab und zu mal Fruchtsäfte. Aber sowas ist mir halt eigentlich auch schon wichtig. Also ich möchte solche Konzerne eigentlich auch nicht unterstützen. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt einfach so, dass man nicht weiß, wer zu welchem Konzern gehört. Und dass man dann halt irgendwas konsumiert, wo sich dann hinterher herausstellt, das hätte man, wenn man gewusst hätte, dass es da und dazu gehört, eigentlich eher nicht gekauft hätte, aber dann lässt man es halt sein und man wird immer wieder überrascht, weil man kann ja auch nicht alles wissen und man kann ja auch nicht alles hinterfragen und allem hinterherrennen, wobei die meisten Hersteller auch oft gar nicht preisgeben, wer da genau wen beliefert und wo was hergestellt wird und das ist alles furchtbar kompliziert und man kann, finde ich, auch eigentlich gar nicht richtig hundertprozentig vegan leben heutzutage, weil einfach, da dürfte man ja gar nichts mehr, kein Auto fahren, kein Fahrrad fahren. Ich meine, wer weiß denn, woraus der Lack gemacht ist, woraus die Reifen gemacht sind. Das Haus, in dem ich lebe, wer weiß, was für Baumaterial da verwendet wurde, woraus das gemacht ist. Ja, also das ist, man kann gar nicht zu 100% vegan leben. Oder jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Möbel kaufen. Da gibt es ja auch zum Beispiel Veganer, die sagen, nee, bei Ikea kaufen wir nicht ein, weil die halt ihre Möbel aus Holz herstellen, was vom Regenwald stammt oder so. Ich weiß nicht, war das Ikea? Ich glaube, es war Ikea. Und das sind halt alles so Dinge, wenn man da mal wirklich überall so gründlich drüber nachdenkt, wird einem erstmal bewusst,
dass man halt theoretisch gar nichts mehr kaufen könnte, wenn man wirklich auf alles achtet. Also nicht nur darauf, dass es halt tierversuchsfrei ist, keine tierischen Inhaltsstoffe enthält, sondern auch auf Fairtrade und Bio und möglichst natürlich und keine Chemie, dann bin ich ganz ehrlich, könnt ihr gar nichts mehr fressen. So, so ist das. Und dann muss man halt einfach Prioritäten setzen, finde ich. Man muss halt einfach entscheiden, was ist mir wichtig. Ist mir Fairtrade besonders wichtig, dann gucke ich, dass ich nur noch zum Beispiel Kakao oder Kaffee kaufe, der halt aus Fairtrade stammt. Oder ist mir Bio besonders wichtig oder ist mir wichtig, dass alles möglichst natürlich ist. Aber man kann nicht auf alles achten, finde ich. Beziehungsweise, wenn man Geld wie Heu hat, dann kann man es. Dann kann man nur noch Sachen aus dem Bioladen kaufen, die dann das Fünffache von dem kosten, was es im Supermarkt gibt. Aber ganz ehrlich, wer kann sich das leisten? Da muss man einfach Prioritäten setzen. Also meine Prioritätenliste ist momentan so, dass mir erstmal am wichtigsten ist, dass ich definitiv kein Fleisch esse. Als nächstes kommt halt, keine tierischen Substanzen sollen vorhanden sein. Also heißt also keine Milch, keine Eier. Ja, wobei nicht generell tierische Substanzen, sondern erstmal Milch, Eier, sowas, Käse, Joghurt. Bei solchen Sachen will ich halt auf jeden Fall Sojajoghurt, Sojamilch bzw. Reismilch haben. Pflanzlichen Käse. Danach kommt halt für mich die Sache, wie zum Beispiel mit diesem Gelatine in Fruchtsäften, dass man halt einfach guckt, werden tierische Substanzen für die Herstellung benutzt, auch wenn sie vielleicht gar nicht im Endprodukt vorhanden sind. Und dann kommt bei mir erst sowas wie Fairtrade. Bio ist mir jetzt erstmal gar nicht so wichtig, weil Bio ist sowieso so ein dehnbarer Begriff. Es wird ja heutzutage alles als Bio bezeichnet, obwohl es mit Bio eigentlich nicht wirklich viel zu tun hat. Also zum Beispiel habe ich gerade gestern wieder gesehen, da gab es irgendwelche Erdbeeren im Supermarkt aus, keine Ahnung, vom Ende der Welt. Und da stand halt Bio drauf, aber was halt natürlich auch viele Leute nicht wissen, ist, dass jetzt zum Beispiel in Spanien Bio was ganz anderes heißt als in Deutschland. Also was da unter Bio fällt, würde hier in Deutschland definitiv niemals unter Bio fallen und als Bio zugelassen werden. Von daher ist es sowieso immer so ein dehnbarer Begriff Bio. Deswegen gucke ich halt gar nicht erst, ob es Bio ist oder nicht. Sondern mir ist einfach nur wichtig, dass keine tierischen Inhaltsstoffe vorhanden sind. Und dass halt keine Tierversuche gemacht werden und sowas. Also Tiere stehen bei mir also überhaupt an allererster Stelle. Danach kommen bei mir erst die Menschen. Das heißt, ich gucke erst, ob ein Produkt vegan ist. Danach gucke ich erst, so, was ist jetzt zum Beispiel mit solchen Sachen wie Fairtrade. Ich trinke ja keinen Kaffee. Aber jetzt zum Beispiel bei Kakao, wobei ich auch nicht so viel Kakao trinke. Aber bei Kakao, wenn ich mal Kakao kaufe, weil ich auch selten Kakao kaufe, gucke ich dann schon, dass es Fairtrade ist. Weil ich mir einfach denke, okay, ich trinke so selten Kakao, wenn ich dann mal Kakao trinke, dann kann ich mir auch einen etwas teureren kaufen, der dann halt Fairtrade ist. Aber das ist halt auch das Problem. Also man muss halt alleine deshalb schon Prioritäten setzen, weil natürlich nicht jeder Millionär ist und man muss halt erstmal gucken, was kann ich mir überhaupt leisten. So vegane Produkte sind ja an sich schon ein bisschen teurer. Die Fairtrade-Sachen sind dann nochmal teurer und Bio auch. Und wenn es dann noch ohne Chemie sein soll, dann sollte man am besten wirklich nur noch im Bioladen einkaufen. Aber da ist natürlich alles viel teurer. Also wer schon mal in einem Bioladen war, wenn man da wirklich nur noch einkauft, dann zahlt man schon ordentlich drauf. Und das ist beinahe gar nicht machbar. Ja, und deswegen Prioritäten setzen. Also Fairtrade ist mir dann bei solchen Sachen, die ich nur selten konsumiere, wichtig. Bei Sachen, die ich jetzt regelmäßig konsumiere, ist es halt einfach aus finanziellen Gründen nicht machbar. Beziehungsweise ich gucke halt, dass ich es schon so oft wie möglich kaufe. Aber manchmal, ihr kennt das ja bestimmt auch selbst, hat man halt einfach mal so Monate, da musste man halt einfach, keine Ahnung, irgendwelche teuren Anschaffungen machen und muss dann halt ein bisschen gucken, dass man ein bisschen spart oder so. Oder es gibt ja auch Leute, die sind halt, die verdienen nicht sonderlich viel oder haben momentan gar keinen Job und müssen natürlich gucken, wie sie ihr Geld einteilen. Und dann geht das halt einfach nicht. Selbst wenn man will, ja, es bringt ja nichts, wenn man will, aber man hat einfach nicht die finanziellen Mittel und deswegen muss man halt gucken, dass man Prioritäten setzt. Ja, dann gibt es natürlich noch so solche Sachen wie möglichst wenig mit dem Auto fahren und dafür mehr mit dem Fahrrad fahren oder so, was bei mir sowieso jetzt flach fällt, weil ich gar kein Auto habe. Das heißt, ich fahre sowieso mit dem Bus oder mit dem Fahrrad, im Sommer lieber mit dem Fahrrad, weil ich geizig bin. Ich will nicht mit dem Bus fahren, weil es so teuer ist, deswegen fahre ich lieber mit dem Fahrrad. Nicht unbedingt, weil ich die Bewegung brauche, sondern ich bin einfach nur geizig, gebe ich zu. Ja, dann gibt es natürlich noch solche Sachen wie Leder, Pelz, Seide und so weiter. Das ist für mich sowieso total klar. Also Pelz kommt mir sowieso überhaupt nicht ins Haus. Seide auch nicht. Ich finde auch Seide eklig, so dieses kalte, glatte, das finde ich irgendwie widerlich. Leder habe ich, ich habe auch nichts aus Leder und ich würde mir auch nichts aus Leder kaufen. Also wenn ich irgendwas kaufe, dann gucke ich, dass es kein echtes Leder ist. Dann gibt es auch Veganer, die
noch zusätzlich zum Beispiel bei Bettzeug darauf achten, dass sie jetzt keine Daunenkissen haben oder sowas oder Daunenjacken oder so. Da muss ich sagen, also Daunenjacken habe ich nicht, ich würde mir auch keine kaufen. Mein Bettzeug, ich habe keine Ahnung, ob da Federn drin sind, aber ich glaube nicht. Das habe ich aber auch schon eine ganze Weile. Von daher habe ich mir da jetzt noch nicht sonderlich viel Gedanken zu gemacht. Aber wenn ich mir mal eine neue Decke oder Kissen oder sowas kaufen sollte, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass es keine echten Daunen sind oder so. Das würde ich auf jeden Fall tun. Ja, dann gibt es natürlich noch solche Sachen wie Bienenwachskerzen. Ich kaufe generell irgendwie nie Kerzen, von daher ist mir das total Latte. So, dann ist natürlich noch die Frage Medikamente. Medikamente sind oft auch nicht vegan, werden dazu noch an Tieren getestet. Was macht man da? Soll man jetzt keine Medikamente mehr nehmen? Nimmt man das jetzt in Kauf, dass man stirbt, weil man nicht die Herzklappe eines Schweins haben will? So, das sind halt so Sachen, das ist ein dehnbarer Begriff, wie ihr seht. Also da wird man sich erstmal wirklich bewusst darüber, in wie vielen Bereichen unseres Lebens doch tierische Produkte vorkommen. Also das ist, man kann das gar nicht zu 100% meiden. Ich meine jetzt so im Medikamentenbereich, es gibt definitiv Leute, die sagen, nein, ich will das nicht. Aber wie weit dann letztendlich jeder geht, wie viel einem seine Gesundheit wert, das muss dann jeder selbst wissen. Also was Medikamente angeht, da bin ich halt einfach auf dem Standpunkt, dass mir meine Gesundheit doch dann erstmal in dem Moment wichtiger ist. Ich denke, lebend kann ich mehr für den Tierschutz tun als tot. Auch Operationen. Es gibt ja zum Beispiel auch Nähfaden aus, ich glaube, Katzendarm. Ich hatte, als ich meine Operation hatte, hat die Arzthelferin mir mal irgendwie sowas erzählt. Und ja, würde man dann sagen, nein, die will ich nicht. Ich verblute lieber mit der Wunde. Oder würde man jetzt nicht mehr durch einen Park laufen, weil der eventuell mit Hornspänen gedüngt sein könnte? Oder jetzt auch solche Alltagssachen, wie jetzt zum Beispiel Schuhcreme, ist bestimmt auch nicht vegan, da ist bestimmt auch irgendwas drin. Oder würde man jetzt, wenn man irgendwo zu Gast ist, sich nicht auf eine Ledercouch setzen? Also auf Medikamente bin ich zum Glück nicht angewiesen, aber wenn es jetzt wirklich um Leben und Tod ginge, dann würde ich es nehmen. Und das ist klar. Ansonsten finde ich, ist vegan für mich eine Lebenseinstellung. Das heißt, ich versuche so möglichst viel zu vermeiden. Ich konsumiere nichts, wo tierische Stoffe enthalten sind. Aber jetzt zum Beispiel solche Sachen wie das mit dem Park oder Medikamente, das ist halt schon ein bisschen krass, finde ich. Oder fährt man jetzt nicht mehr mit dem Bus, weil das Lenkrad aus Leder, mit Leder bezogen sein könnte oder was? Also es gibt solche Leute, die sagen dann nö, aber also das geht mir jetzt dann doch ein bisschen zu weit ins Extrem. Also man muss halt auch immer gucken, inwiefern man sich, ja, sag jetzt mal, einschränken kann, weil das ist ja eine extreme Einschränkung, wenn man jetzt wirklich alles meiden würde, wo irgendwas Tierisches enthalten ist. Ich meine, das ist in unserer Gesellschaft ist da so viel, das wird einem erst wirklich bewusst, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt und wenn man damit konfrontiert wird. Aber ja, also gerade jetzt auch was Kosmetik zum Beispiel angeht, Tierversuche, da ist es mir sehr wichtig, dass ich halt auf vegane, tierversuchsfreie Sachen zurückgreife. Aber so ins Extrem, wie jetzt zum Beispiel mit Medikamenten, alles sowieso generell, was irgendwie mit Gesundheit zu tun hat, finde ich, da sollte man halt im Zweifel, wenn es wirklich nicht anders geht, darauf zurückgreifen. Also mir geht es halt einfach darum, möglichst viel Tierleid zu vermeiden, aber leider ist unsere Gesellschaft ja so auf Tierausbeutung aufgebaut, dass es sich gar nicht zu 100% durchführen lässt. Ich finde es auch immer schlimm, wenn Leute einen deswegen angreifen. Also ich habe bei manchen Veganern echt das Gefühl, das ist wie so ein Wettbewerb, wer ist am vegansten. Ich finde es halt schlimm, wenn man so, wie soll ich sagen, sich da so reinsteigert, so sehr ins Extrem geht. Also es gibt ja auch echt Veganer, die sind dann auf dem Trip, die müssen dann alles und jeden dumm anmachen, der jetzt vielleicht nicht zu 100% vegan lebt, also der jetzt zum Beispiel sagt, so, ich esse kein Fleisch, ich trinke keine Milch und alles, aber ich kann auf so eine leckere Vollmilchschokolade oder was kann ich nicht verzichten. Die werden dann direkt dumm angemacht und so. Also ich finde, jeder Verzicht auf tierische Produkte ist ein Gewinn. Es kommt nicht darauf an, dass man möglichst viele Kompromisse eingeht, dass man möglichst viel verzichtet, sondern einfach, dass der Wille da ist. Also ich finde, es ist besser, wenn man erstmal nur ein bisschen umstellt, als wenn man jetzt gar nichts umstellt. Und ich finde das dann einfach falsch, Leute zu beleidigen oder anzumachen, weil sie vielleicht nicht zu 100% vegan leben oder weil sie halt sagen,
ja, keine Ahnung, meine Lederschuhe trage ich trotzdem noch. Oder es gibt auch Leute, ich hatte mal so eine Fraggle-Tante, die hat mich dann irgendwie angeschrieben, weil sie meinte, ja, meine Haarfarbe, die muss ja auch total aggressiv sein und voller Chemie und das Grundwasser und bla und blub und alles. Und da kann ich dann echt nur sagen, meine Haarfarbe ist sicherlich nicht 100% Natur. Also meine Haarfarbe ist zwar vegan, Directions sind vegan, ist sicherlich nicht 100% Natur, klar ist da Chemie drin, aber ich verursache mit meinem Lebensstil garantiert weniger Umweltprobleme als jeder Nicht-Veganer auf dieser Welt. Das kann man ganz einfach beweisen, da gibt es Statistiken, da gibt es Zahlen, kann sich jeder angucken. Also von daher, ich finde es nicht wichtig, dass man wirklich auf alles verzichtet, sondern man muss halt immer gucken, mit was kann ich leben. Es ist zum Beispiel bei mir so, ich könnte nie ohne meine Haare leben, ohne meine Haarfarbe. Ich könnte mir nicht vorstellen, meine Naturfarbe zu haben. Das ist für mich absolut, geht gar nicht. Oder es gibt dann auch Leute, die sagen dann, aber du schminkst dich doch und machst dann so einen auf Öko. Ich glaube, die Leute checken gar nicht, dass vegan gar nichts mit Öko zu tun hat. Und natürlich gibt es vegane Schminke, tierversuchsfreie Schminke. Und es gibt ja auch Naturkosmetik, also so ist es ja nicht. Es ist ja nicht mehr 100% Chemie. Es gibt so viele Naturkosmetikmarken. Sante zum Beispiel finde ich super, benutze ich gerne. Ach, es gibt so viele. Das finde ich halt immer lustig, wenn Leute einen angreifen und die vegane Lebensweise in Frage stellen, obwohl sie null darüber wissen und es alleine deshalb schon total lächerlich ist, darüber mit diesen Leuten zu diskutieren, weil sie halt überhaupt nichts dazu sagen können. Dann gibt es natürlich sicherlich auch Leute, die dann sagen, ja, dann darfst du auch nicht mehr rausgehen, weil du könntest ja eine Ameise zertreten oder so. Ich glaube, die Leute checken nicht, dass es darum geht, möglichst viel bewusstes Tierleid zu verringern. Aber wenn ich jetzt auf irgendeine Ameise trete oder wenn mir jetzt eine Fliege, keine Ahnung, an die Scheibe knallt oder so, dann kann ich da ja nichts für. Passiert halt, wenn ich schlafe, dann müsst ihr mich umbringen, weil im Schlaf kann ich auch eine Spinne verschlucken. So, es geht einfach darum, das Bewusste eben zu verändern. Also, dass man halt nichts bewusst tut. Also, dass man halt das, was man bewusst tut, ja, nicht tut, quasi. Ja, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, dann gibt es natürlich noch solche Veganer, die sagen, ja, ich möchte dann auch keine Haustiere halten, weil ich kann kein Tier eine artgerechte Haltung bieten. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, es gibt Tiere, bei denen geht das. Es gibt Tiere, bei denen geht es definitiv nicht. Dazu gehören alle exotischen Tiere. Wie zum Beispiel, ja, so generell sowas wie Reptilien, Schlangen, wenn ich sehe, dass die da nur so ein Terrarium haben, da kriege ich einen Anfall. Die Leute könnte ich rechts und links gegen die Wand klatschen. Oder wenn ich sehe, dass irgendwelche Kaninchen in so einen Meterkäfigen gehalten werden, die Leute würde ich am liebsten Kopf über ein Wasser egal, das darf ich jetzt hier nicht sagen. Ja, oder es gibt auch Leute, die sagen dann, ja, dann darf man ja auch keine Katzen haben, weil Katzen fressen ja Fleisch. Auch da checken diese Leute mal wieder überhaupt nicht, was die vegane Lebensweise bedeutet. Nämlich, es geht darum, dass Menschen keine tierischen Produkte brauchen. Im Gegenteil, es ist ungesund. Und Katzen sind eben Fleischfresser und die müssen Fleisch fressen, weil sie anders nicht überleben könnten. Das ist bei uns Menschen aber ganz anders. So, Punkt. Dann gibt es durchaus Tiere, die können vegan ernährt werden, zum Beispiel Hunde. Bei Hunden finde ich, die kann man auch super halten. Hunde sind generell sowieso Rudeltiere, die ihren Menschen als Rudelführer akzeptieren. Für die ist das überhaupt kein Problem, für die ist das überhaupt keine Tierquälerei, wenn man sie natürlich richtig erzieht, richtig Auslauf bietet und so weiter, sie vernünftig beschäftigt, dann geht das wunderbar. Also gegen Hundehaltung habe ich absolut nichts einzuwenden. Gegen Katzenhaltung eigentlich auch nicht, Kaninchenhaltung auch nicht, wenn man ihnen vernünftig Platz zur Verfügung stellt. Es muss schon extrem viel Platz sein. Da gehört natürlich noch viel mehr zu als nur Platz und auch artgerechtes Futter. Natürlich Partner. Kaninchen sind keine Einzelgänger. Sie brauchen einen Partner oder noch mehr. Am besten ein ganzes Rudel. Ja, oder ich finde auch ganz schlimm Vögel halten, weil das ist einfach kein Leben für so einen Vogel in so einem Käfig. Das finde ich einfach nur grausam. Oder jetzt so Kleintiere wie Mäuse, Hamster, da finde ich, kann man auch sehr gut halten. Ich bin jetzt auch kein Experte, ich kenne mich natürlich nicht mit allen Haustieren aus, deswegen kann ich das jetzt nicht so hundertprozentig beurteilen, wie es mit anderen Haustieren ist. Aber ja, so, das war jetzt mal so meine grobe Meinung dazu. Ja, dann gibt es dann natürlich noch solche Sachen wie Klamotten, auch Kinderarbeit ist natürlich ein Thema.
Es gibt ja bestimmte Marken, die bekannt dafür sind, dass sie ihre Sachen irgendwo herstellen lassen, wo sie halt von Kindern hergestellt werden. Oder halt generell für einen Hungerlohn, jetzt nicht nur bei Kindern, sondern jetzt allgemein unter schlechten Bedingungen und so weiter. Ja, da ist halt auch wieder das Problem, dass man natürlich nicht immer hundertprozentig weiß, wer lässt wo anfertigen. Ja, also es ist halt, also wenn ich jetzt irgendwas kaufe und ich höre dann halt, okay, die lassen es wirklich da und da herstellen, dann ist ja jetzt total auch wieder in den Medien total oft, ja, mit Primark, H&M, diese ganzen Billigdinger, da war ja dann wieder jetzt ein großer Skandal mit Kinderarbeit und whatever, und zu solchen Marken würde ich dann, glaube ich, eher Abstand halten. Also ich, die sind generell nicht so mein Ding. Primark, H&M und sowas ist nicht so mein Ding. Aber ich würde auch generell nicht da kaufen. Wie gesagt, bei allen Marken weiß ich es natürlich nicht. Man kann es nicht zu 100% wissen. Aber wenn es jetzt bekannt wird, dass eine Marke, die ich benutze, Kinderarbeit unterstützt oder durchführt oder was auch immer, dann würde ich mich davon sicherlich distanzieren wollen, denke ich. Das Problem ist natürlich, es gibt natürlich auch solche Fairtrade-Klamotten in veganen Shops, zum Beispiel Bio-Läden, whatever. Aber zum einen sind diese natürlich ein bisschen teurer, wobei das jetzt nicht sonderlich das Problem ist, sondern ich finde sie einfach, sorry, aber hässlich. Also so, die sind halt, ja, hässlich. Entschuldigung, aber ich finde sie hässlich. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich mal ein Shirt kaufe, wo dann irgendwie draufsteht, ja, keine Ahnung, Peter oder Vegan for Freedom oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber die sind halt meistens total unvorteilhaft geschnitten, sitzen wie Kartoffelsäcke und sind einfach nicht... Also ich könnte mir nicht vorstellen, sowas nur zu tragen. Trotzdem habe ich solche Sachen auch, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wirklich nur sowas zu tragen. Bei Klamotten würde ich jetzt eher nicht so drauf achten, außer jetzt, wie gesagt, kein Pelz und keine Seide und kein Leder und so, das ist für mich total selbstverständlich. Aber ja, sowas jetzt erstmal. Wobei ich auch gucke, dass ich jetzt nicht so die billigsten Sachen kaufe, weil wir wissen ja alle, beziehungsweise ich hoffe, dass ihr es wisst, dass die billigen Preise ja nicht von irgendwo herkommen, von Primark oder sonst irgendwas, sondern man muss billig produzieren, um sie billig zu verkaufen. Und billig produzieren heißt Kinderarbeit, niedriger Lohn, schlechte Arbeitsverhältnisse und so weiter. Wie soll das auch anders gehen? Das geht ja gar nicht anders. Die billigen Preise müssen doch irgendwo herkommen. Das ist ja unrealistisch zu glauben, dass die kriegen da 10 Euro in eine Stunde und denen geht super gut. Die haben da ihr Weihnachtsgeld und was. Das ist unrealistisch. Deswegen gucke ich halt, dass ich jetzt nicht so unbedingt den billigsten Billigscheiß kaufe. Aber ja, wie gesagt, also da mir ist es jetzt erstmal wichtiger mit Tierversuche und die Ernährung, Kosmetik, als jetzt sowas. Also wie gesagt, Prioritäten setzen. Ich finde es halt, ich sag jetzt mal so, es ist besser, etwas nur zu 90% zu machen, als es zu 100% nicht zu machen. So, da muss halt jeder selber gucken, wie weit er damit klarkommt. Für Einsteiger empfehle ich, probiert erstmal so alles Mögliche aus, dehnt es dann aus, immer mehr ersetzen, immer mehr Marken wechseln und guckt, wie ihr damit klarkommt. Und wenn ihr halt an einem Punkt angekommen seid, wo ihr sagt, das kann ich mir jetzt aber gar nicht vorstellen, dann lässt ihr das eben sein und macht dann an einer anderen Stelle weiter und guckt halt einfach, wie weit ihr da was ersetzen könnt und so weiter. Das ist eigentlich nicht schlimm. Es geht nicht darum, dass man alles ersetzt, sondern es geht darum, dass man einfach so viel wie möglich umändert und so weiter. Also wie gesagt, es ist besser, etwas nur zu 90% zu tun, als es zu 100% nicht zu tun. Und ja, das ist so jetzt meine Einstellung. Ja, falls Veganer unter euch sind, könnt ihr ja gerne mal so euer Feedback da lassen. Wie handhabt ihr das so? Oder auch an alle Nicht-Veganer, was haltet ihr so davon? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht? Keine Ahnung, lasst mal einfach so ein Feedback da. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einfach gerne liken, könnt hier abonnieren. Und hier kommt ihr zu den letzten beiden Videos. Und ja, ich sage einfach tschüss, bis demnächst.